founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Miau, willkommen zu Resident Evil 5. Lost in Nightmares, moin Beagle. Wir haben eine Stunde gebraucht, bis wir es am Laufen hatten. Ja, ich nehme das auch wieder zurück, dass das so viel geiler ist, in 5 Co-op zu spielen. Ich hab eine echt dumme Frage. Ja. Sieht das jetzt nur zufällig so aus wie die Spencer Mansion aus 1? Nein, ich glaube, Wesker steht auf solche Häuser seit 1. Aber wir sind nicht in den Ackler Hills. Sie haben gesagt BSAA Europe, ne? Also, okay. Soll ich so gemein sein? Soll ich? Warte. Das ist für alles, was du in 6 getan hast. So. Oh! Jill ist sehr sauer auf Chris. Sehr sauer. Nein. Sogar Vergangenheits-Jill. Du schaffst das. Oh Gott, ey. F ist nehmen. Ich werde durchdrehen. Nein, warte. Was? Oh nein, ich habe wieder Xbox-Controller-Probleme. Hä, und hier unten ist auch ein Schalter. Das ist doch genau... Au! Die Spencer Mensch. Du hast die Moon genommen. Okay. Hä? Kriegst du dann keine? Ist das jetzt nicht mehr aufgeteilt? Nein, es ist nicht mehr aufgeteilt. Oh, wir mussten doch Gott. Hier teilen. Ach Gott. Also, da. Das ist doch scheiße. Ah, hier war Chris noch... Wir wollten das. Hier war Chris noch so vorbildlich und guter Dinge und alles. Ja, ich weiß. Er hatte noch Charakterstärke. Ich wollte auch mal diese Tür touchen. Hast du direkt dagegen gehauen? Ja. Weil irgendwie ist ein bisschen aggressiver als... Ich denke, hier könnte etwas hineinpassen. Oh, Jill. Wirklich? Könnte es das? Irgendwie ist meine Maus umgehen. Ah! Gewitter. Nein, ich will doch nicht nach oben, ist okay. So, was tut der da? We've encountered some corpses, possibly Spencer's bodyguards. From what I can see, they appear to be killed by unconventional means. Was machst du da? Was machst du da? Nicht, dass der wieder aufsteht. Geschlagen. Nein, ich habe die Leiche geschlagen. Nein, die liegt bei mir noch auf der Treppe. Nee, bei mir ist der runtergerutscht. Und der schiebt sogar den Teppich zur Seite. Bei mir hast du gerade 1A den Boden gemessert. Ach, Resident Evil, herrlich. Das ist halt Chris, ne? Das sind so Dinge, die Chris halt tut. Der hat so Adern am Arm, irgendwie mag ich das nicht. Es hat niemand gesagt, dass er hier perfekt ist. Jemand muss das Schloss zerstört haben. Ja. Okay, wir finden schon noch ein Weg. Alle Türen sind verschlossen. Okay, dann gehen wir wohl den Hebel ziehen, schätze ich. Ja. Also dafür, dass das hier gebaut ist wie die Menschen aus Teil 1, haben wir hier wirklich wenig Optionen. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie relativ kurz, ne? Aber uns fehlt ja auch eine Kurbel. Ich bin mal so keck. Nein. Oh, Chris. Wir wissen, dass du es gar nicht magst. Guck mal, hier hat Chris noch seine Riesenantenne hinten am Rücken, damit er sich das Auge nicht aussticht. Das ist ja auch schlau. Er hat halt Gehirn verloren, als er in Edonien am Boden geklatscht ist. Nein, als er sich besoffen hat, hat er einfach all seine Gehirnzellen wegge... Das auch. Ach, scheiße, ich habe das Kraut einfach genommen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe ein Heilspray. Okay. Das ist okay. Ich
Ich bin bei der Tür reingegangen. Magst du nicht hinterherkommen? Ich wollte hier gerade noch gucken. Ich glaube, ich kann dich hier hinten dann noch rüberschmeißen. Oh, warte, ich komme. Nein, warte, alles gut. Ich komm auch durch die Tür. Warum trägst du eigentlich so eine komische Basecap? Weiß ich nicht. Bad Hair Tschüss, Day? der Gentleman hat die Tür einfach zugemacht. Wir wissen doch seit Revelation, dass das sein Ding ist. Ja, aber dass es so unhöflich ist, ist es. Na, no. Nee, ist zu unordentlich. Nee, ist schon das Bedürfnis, schmutzige Dinge zu tun, weg. Ist Oh, eklig. ich habe ein Dokument gefunden. Während du schmutzige Dinge tust, will ich was lesen. Also ich finde, eine Waffe nehmen ist nicht schmutzig. Ja, auch scheiße. Ich lese mal vor. Das sieht wie die Seiten eines Tagebuchs aus. Einige der Eintragungen fehlen. 9. Mai 1998. Hab heute Abend mit Scott und Alias vom Sicherheitsdienst und Steve aus der Forschungsabteilung Poker gespielt. Steve hat haushoch gewonnen, aber er hat garantiert gemogelt. Gemogelt. So ein Mistkerl, was ist das für ein Wort? Liebes Tagebuch, 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege einer neuen Kreatur beauftragt. Für mich sieht sie wie ein gehäuteter Gorilla aus. Cool, da freue ich mich. Scott sagte, dass es im Kellerlabor einen Unfall gegeben hat. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passieren würde. Diese Bastarde in der Forschung schlafen nie, nicht einmal an Feiertagen. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Meine Haut fühlt sich schmierig an und juckt. Itchy tasty, sag ich nur. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich mich an der Schwellung an meinem Arm gekratzt habe, fiel ein Stück verrottete Haut ab. Was zur Hölle ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg, aber juckt. Heute hungrig und Hundefutter gegessen. Bier// juckt lecker. Zwischen den letzten paar Seiten steckt eine Notiz. Passwort 3. Cool. Ich habe ein Geh doch Passwort. nicht weg, wenn ich gerade Dinge tue. Schieß mir auf den Po. Nein. Schade. Es war, hat Wesker auch das Tagebuch aus 1 mitgenommen? Ja, scheinbar. Es sind ja die Okay. gleichen Texte. Ist okay. Hast du jetzt die Shotgun nicht gekriegt? Nein. Oh, das tut mir leid. Du wolltest den Text lesen. Übrigens hat Chris davor gestanden und da drauf geguckt, als wüsste er nicht, was man mit einem Buch macht. Er hat auch seine Brotdose vergessen, er hat seinen Rucksack gar nicht um. Nee, das ist ein sehr kleiner Rucksack, den er da am Rücken hat, ne? Wie sehr kannst du noch eine Tür vor meiner Nase zumachen? Also zwischendurch blinkt Chris weg. Das Ja, nicht hier im gleichen Raum wie ich. ist nicht schlimm. Aua! Ich mache es anscheinend auch, Ja. okay. Die beiden haben es nicht mit Höflichkeit, das ist leider Das so. ist so passive Aggressivität. Die müssen ja einfach mal wegbumsen gehen. Ich glaube auch, Willst du das mich ist schmeißen? vielleicht. Ich kann? Warte. Nee. Nee, ich kann nicht. Ich habe, ich weiß nicht mal, welchen Knopf ich drücken muss. Warte mal. Können wir gar nichts anderes sagen? Das ist ja cheap. Nee. Nee, warte. Doch, warte. Uch. Ah, mit zwei heilt man sich übrigens. Chris, ja, danke. Ach komm, ist okay. Tschüss. Tschüss. Was Tschüss, mache ich denn jetzt so Chris. lang? Das weiß ich nicht. Warte mal, ich versuche mal zu gucken, ob ich dich irgendwo reinlassen kann. Nein, hier ist Aber hier ist nichts. ja nichts. Das Spiel Also überfordert mich jetzt schon. ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich ohne meine Katze hier machen soll. Warte mal. Geh mal nach unten. Hoch. Hoch. Spring doch bitte, Jill. Ja, Jill ist weg der Erinnerung, aber. Du bist älter. So, ich hab dir aufgemacht. Guck mal. Cool, hallo. Hi. Ich habe auch nichts in diesem Raum berührt, Und außer hier die ist Tür. das ist doch genau die Menschen. Wollt ihr mich Sie haben verarschen? einfach, ja, sie haben es einfach übernommen. Oh, ich lese wieder einen Text. Ich wette, was? Oder Yes. ich habe den Text gar nicht gesehen. Okay, Entschuldigung. Patricks Memoiren 1. Eine Zeit lang schien es so, als würde sich Master Spencer wieder vollständig erholen, doch das Schicksal war nicht so gnädig und jetzt zieht er sich tagelang zu Studienzwecken zurück. Es ist Ewigkeiten her, seit ich ihn zuletzt einmal im Speisesaal habe einnehmen lassen.
sehen lassen, weiß nicht mehr. Ich bemühe mich, die Mahlzeiten nach seinem Geschmack zuzubereiten und bringe sie jeden Tag zum Studierzimmer. Leider scheint ihm die Kraft zu fehlen, mehr als Suppe und andere Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der die Atmosphäre dieses Haushaltes so trostlos wie jetzt gewesen ist. In den vergangenen Generationen war das Spencer-Anwesen ein Ort der Zusammenkunft für die reichsten Vertreter der europäischen Gesellschaft. Heute kümmert sich nur noch ein kläglicher Rest des Personals um einen Mann, der sich selbst in einer seiner vielen Residenzen verschließt. Meine Familie steht seit den Zeiten von Master Spencers Urgroßvater in den Diensten des Spencer-Haushaltes. Noch vor einer Generation wäre ein derart schneller Verfall völlig undenkbar gewesen. Ich erinnere mich wehmütig an die Zeit meiner Jugend zurück, aber das scheint eine Ewigkeit zurückzuliegen. Es geschah vor etwa 50 Jahren, als mein Vater Hauptbutler des Haushalts gewesen ist. Zu dieser Zeit studierte ich seine Pflichten als Vorbereitung für seine Nachfolge. Es gab immer eine Aufgabe oder eine Besorgung, wegen der ich durch das Haus lief. Was machst du da? Ich randaliere. Warte doch, bis die Zuschauer es auch sehen können. Ich erinnere mich, wie Lord Ashford, ein weiterer Aristokrat aus einer geschichtsträchtigen Familie, und Dr. Marcus, einer von Master Spencers Schulkameraden, in dieser Villa Zuflucht vor der Sommerhitze gefunden haben. Mein Vater und ich begleiteten sie und stellten sicher, dass es ihnen an nichts fehlte. Mein Gott, wie lang ist dieser Text? Sie zogen mich oft auf, vermutlich weil ich die jüngste anwesende Person war. Dennoch behandelten sie mich meist wie einen von ihnen. Ich erinnere mich, als mir Lord Ashford meinen ersten Brandy gab. Es war im ersten Stock des Speisezimmers hinter den Steinstatuen entlang des Raums. Ich werde niemals den einschmeichelnden Geruch vergessen, als er die Flasche öffnete. Aber diese in Ehren gehaltenen Zeiten sind schon lange nur Erinnerungen. Lord Ashford, Dr. Marcus und natürlich mein Vater sind alle bereits verschieden. Nur Master Spencer ist noch übrig und ich fürchte, seine Tage sind gezählt. Wenn Master Spencer stirbt, wird dies das Ende seiner illustren Familie bedeuten und das Ende der Dienstleistungen meiner Familie für seine. Derzeit kann ich nur auf das Unvermeidbare warten. Zwischen den letzten paar Seiten steckt eine Notiz. Passwort 1. Oh, so, was hast du hier alles kaputt gemacht, wenn ich am Lesen war? Ich wusste nicht, dass man die Fenster im Saal kaputt machen kann. Oh, boy. Das erste war ein Versehen. Chill hat halt Aggression. Jetzt frage ich mich, was hier alles schon kaputt war und was du alles kaputt gemacht hast. Nur die beiden Fenster. So, ich wollte eigentlich diese Vase hier kaputt machen, habe dabei aus Versehen das Fenster kaputt gemacht. Ich frage mich. Übrigens, es gibt eine Karte, ne? Ja, habe ich vorhin, als wir aus Versehen zum ersten Mal ins Spiel gegangen sind, auch gefunden. Auf Q. Ah, ich habe sie jetzt durch Zufall gefunden. Ah, das klingt nicht gesund. Nö. Ah, Chris, hm. Du, Chris. Hm. Sollen wir nicht lieber gehen und andere Dinge tun? Wesker ist nicht so wichtig. Hast du da was Schlimmes gefunden? Weiß ich nicht, es klingt aber nicht schön. Der starke Chris geht vor. Also ich finde, Wesker ist nicht so wichtig. Ach doch. Meine biologische Uhr tickt, Dude. Nein. Hass muss Rache verüben. Hier ist ein rotes Kraut. Es wünschen sich doch so viele Leute eine Redfield-Line. Wir sind auf einem Klo. Es ist nicht so schön wie das in China, aber... Hier ist ja vor allem nur ein Pissoir. Was soll das? Ich sehe hier nichts von Nutzen, Jill. Das hat Chris aber auch gesagt und er könnte es ja durchaus benutzen. Ja, ich weiß. Als Frau hat man es da nicht so leicht. Jetzt habe ich doch... Ich habe die ganze Zeit schon wieder Bock auf das Erste und jetzt, wo wir hier in diesem Haus sind, habe ich erst recht Lust. Ich weiß. Aber dann gingen auch immer die Türen kaputt. Hast du sehr sanft gemacht. Oh, ey, willst du diesmal lesen? Ja, das kann ich. Ich nehme mal die Moon. Ich garantiere aber für nichts. Patricks Memoran 2. Hoch? Nein, weiter. Ich kann nicht aufhören, an die Schreie der armen Seelen zu denken, die im Keller eingesperrt wurden. Ich habe ihnen allen das Virus verabreicht, nach den Anweisungen von Master Spencer eine Woche zuvor. Was immer aus ihnen jetzt wird, sie sind nicht länger Menschen. Ich habe auf Master Spencers geheißen bei einer Vielzahl von Experimenten assistiert. Ich weiß nicht, von welchem Nutzen ein Butler wie ich so ganz ohne Erfahrung in den Wissenschaften sein kann, aber ich sollte stolz sein, dass mir mein Herr mit solch wichtiger Arbeit vertraut. Normalerweise hat er für die Leute um sich herum nur Verachtung und Misstrauen übrig. Hm.
Dennoch kann ich nicht anders, als einen Widerspruch zwischen dem, was ich fühlen sollte und dem, was ich tatsächlich fühle, festzustellen. Der schreibt aber sehr geschwafelt, ne? Auf der einen Seite bin ich von Freude erfüllt, dass ich die Chance bekomme, Master Spencer wie auch immer zu assistieren. Auf der anderen Seite fühle ich, dass ich mit jedem Experiment einen Teil meiner Seele verliere. Ein paar Tage freizunehmen oder mich von allen Emotionen zu befreien, sind die einzigen Wege, meine geistige Gesundheit zu erhalten. Wie auch immer, ich muss handeln und nicht meinen Herrn in Frage stellen. Pflicht und Ehre, darum geht es. Über Generationen hinweg hat meine Familie dem Spencer-Haushalt loyal zur Seite gestanden. Ich werde meine Pflichten nicht verraten und ich werde Master Spencer bis zum Ende dienen. Ich habe ihm mein Leben gewidmet und daran wird sich nichts ändern. Es ist Zeit, den Zustand der Versuchsobjekte zu überprüfen, Master Spencer darüber Bericht zu erstatten. Ich werde meine Pflichten ausführen und ich werde es ehrenhaft tun. Sehr schön. Hast du das Passwort mitgenommen? Ganz schön zwiegespalten, ne? Du hast das Passwort nicht mitgenommen. Es tut mir leid. Hä? Warum? Warte mal. Steckt da jetzt kein Passwort hinter? Offensichtlich nicht. Aber da ist doch so ein Zettel. Warte, Dokument lesen, weiter. Ich konnte danach auch nichts nehmen. Warte, ich will gucken, was Chris sagt. Okay. Ich habe nie Klavierstunden genommen. Okay. Das ist wahr, das musste auch Rebecca machen. Ja. Und jetzt? Jetzt musst du spielen. Ich kann nicht spielen, sie sagt, sie will nicht. Ah, ich darf doch. Oh nein. Und das... Oh shit, das ist Quicktime. Nein! Ich war so. Ich wollte es nicht heraufbeschwören, aber. Ja. Und das obwohl. Die sind anders, ihr Pisser. Was habe ich denn nur immer ab dem Punkt? Es ist weg. Nicht. Ist okay. Ich habe keine Ahnung. Das überfordert mein Gehirn. Chris setzt sich so lange hier auf den Stuhl und wartet. Okay, mach das. Was anderes kann Chris gerade auch gar nicht tun. Mm-mm. Wie sich hinten da die Teile nicht bewegen im Klavier. Schade. Na, sag mal. Oh. Sie riecht sich gerade selbst auf. Ich verstehe. Ich kann nicht, wenn Chris guckt. Ja. Ist ja auch ein schweres Stück, ne? Komm. You can do it. Kann es auch. Ich bin nur zu ungeduldig, tatsächlich. Chris, du könntest auch einen Schritt drüber machen jetzt einfach. Nein. Es tut mir leid. Es sind nur zwei Tasten und trotzdem wird man ungeduldig. Verstehe ich voll und ganz. Das ist aber auch lang, ne? Ich find's trotzdem gerade geil, hier zu sein. Ich glaube, ich spiele heute noch mal Resi 1. Schön, dass du es geil findest. Auf dir steckt ja auch nicht der Leistungsdruck. Ich hab's nie mit Chris gespielt. Vielleicht mache ich das einfach. Ja. Ja, ich bin durch. Ich will immer noch spielen. Sie hört niemals auf. Was ist denn jetzt? Ich habe mein Emblem behalten. Ja. Das können wir jetzt in die eine Tür stecken. Okay. Das war vor allen Dingen nur zwei Tasten, aber du bist, je länger halt eine Taste nacheinander gekommen ist, umso mehr bist du drauf reingefallen.
Ich bin ein bisschen besorgt, weil noch keine Gegner kamen. Mir fallen auch spontan nur eine Gegnerart ein. Was ist mit dem Gorilla, der angeteased wurde? Ich würde an dieser Stelle direkt mal einen Cut machen für den ersten Okay. Part. Und was sich hinter der Tür mit dem Emblem befindet, das werdet ihr im nächsten Part sehen. Danke fürs Zusehen. Wie Genau. findet ihr diesen Resi 5 DLC? Wie findet ihr es, zurück in so einer Menschen zu sein? Schreibt es doch in die Kommis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.